Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger und heute geht's mal wieder um ein paar Festivals, die stattfinden. Ich erzähle euch vom Nord Open Air, was nächstes Wochenende stattfindet. Dann haben wir das Summer Breeze vor der Tür stehen, was quasi in fast einem Monat, stattfindet. Und es geht nochmal um das Medieval Charity zu Mengede, wo ich hoffe, dass ich da viele von euch sehen werde. Guckt rein. Ja, am nächsten Wochenende gibt es das Nord Open Air vom Freitag, dem 28. bis Sonntag, den 30.07. Mit dabei sind unter anderem Skindred, Annihilator, Death Angels, Motor Jesus und was weiß ich was. Und das alles für einen Preis von 0 Euro. Das Einzige, was da Geld kostet, sind Getränke. Zu Recht. Man kann auch durch Getränke den Veranstalter unterstützen. Mitbringen von eigenen Getränken aufs Gelände darf man nicht. Zu Recht, ne, bei einem guten Line-Up, was frei ist, muss man ja, kann man wenigstens die Getränke bezahlen. Dann gibt es auch eine Menge Merch, wie Bändchen gibt es auf dem Festival. Aber ich freue mich dieses Jahr richtig auf die Bands. Annihilator, Prong, wer spielt noch da? Ich muss gerade mal ablesen, ich habe da unten stehen. Evergreen Terrence, Deesnuts, Suidakra, Darkness, es ist ein riesen Line-Up. Ich werde gleich alle Bands unten reinschreiben, weil ich wette, ich vergesse selbst die Hälfte, wenn ich vorlese. Wie gesagt, 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, Eintritt frei. Man kann in Essen gut campen, man kann in Essen sich oder in Essen und Umgebung sich günstige Unterkünfte holen. Ich habe da auch schon gecampt, ich war da schon im Hostel, also kann man alles sehr gut machen, ist preislich einwandfrei, es ist ein Ruhrpott und Umgebung, weil die Busse und Bahnen fahren ja auch alle so zentral. Es ist ein schönes Gelände, es ist genau vorm Nord bzw. vorm Turok, wer sich in Essen ein bisschen auskennt. Einfach Bahnhof raus, geradeaus die Straße runter, unten auf dem Viehhoferplatz. Da ist es, man hört es aber schon, wenn man von oben kommt, es sei denn, man ist relativ früh. Dann geht man einfach die Straße runter, man sieht die abgesperrten Gelände und dann weiß man, wo es ist. Wie gesagt, ich werde gleich alles hier unten verlinken. Die Bands werde ich, also das Line-Up werde ich auch nochmal reinschreiben. Ja, schaut es euch an. Ich würde mich freuen, viele von euch da zu sehen. Ne? Wer mich sieht, darf mir gerne ein Getränk ausgeben. Haha. und ansonsten würde ich sagen, man sieht sich da. Das Summer Breeze findet wie dieses Jahr mal wieder im Sommer statt, Ende August natürlich. Es ist meiner Meinung nach das schönste Festival, was wir hier in Deutschland haben, aber das ist ja natürlich immer Geschmackssache. Es hat ein riesen Line-Up, Korn, Amon Amarth, Creator, Heaven Shall Burn, Megadeth, Children of Bodom und das nur einige zu nennen. Und meine Favoriten sind natürlich auch dabei, Enziferum, Winter Sun und dieses ganze Pagan Metal Zeugs. Wenn es euch gefällt, ist es bestimmt auch was für euch. Es ist jedes Jahr ein Riesenspektakel und dieses Jahr gibt es auch Wrestling. Ich freue mich da so mega drauf, einfach nur die Wrestling-Show zu gucken. Ich bin persönlich ein mega Wrestling-Fan, seitdem ich so klein war. Ich sehe das nicht, aber seitdem ich so klein war, bin ich ein mega Wrestling-Fan. Ich gucke es mir immer noch gerne an. Ja, ich bin erwachsen und gucke mir trotzdem gerne Wrestling an. Ich weiß, dass das nur Show ist, aber es ist eine geile Show. Ihr guckt Filme, ich gucke Wrestling, ich gucke auch Filme, aber... Summer Breeze, das Spektakel für mich des Jahres überhaupt. Das ist mein Urlaub quasi im schönen Dinkelsbühl in Bayern. Oder muss man da lieber sagen, die Bayern nennen es ja nicht Bayern, die Bayern sagen, es ist Franken. Und die Franken sagen, es ist nicht Bayern. Ist es Bayern, ist es Franken. Ne? Schreibt mir hier unten rein, was ihr dazu denkt. Also ich freue mich auf jeden Fall, es wird ein Mega-Festival. Die letzten Jahre war es wirklich immer richtig, richtig gut. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht zum ersten Mal da, ich war schon ein paar Mal da und das Wetter spielt da auch eigentlich immer sehr gut mit und es ist halt, der Ort ist direkt um die Ecke, ich habe da schon mal von erzählt, ist halt ein mittelalterlicher Ort, wenn man da mal reinfährt, kann man sich auch mal angucken, wenn man halt früh wach wird, einfach mal in den Ort fahren, da kann man gut frühstücken gehen, das ist ein Ort halt mit Mauern rundherum und wirklich noch aus dem, ich sag mal so, Mittelalter, ich würde mal schätzen, ganz grob 13. Jahrhundert würde ich schätzen. Ich kenne mich da ein bisschen aus, aber ich kann auch extrem falsch liegen, weil man weiß ja nicht, inwieweit die Sachen danach gebaut sind oder sonst was. Und ich kenne mich halt mehr hier im westfälischen oder rheinischen Bereich aus. Es wurde ja alles damals anders gebaut. Nochmal, sind wir vom Summer Breeze weg, jetzt sind wir in Dinkelsbühl. Aber Summer Breeze, das wird die Veranstaltung des Jahres, beginnt dienstags, beziehungsweise dienstags macht der Campground auf. Mittwochs beginnt das alles im kleinen Field und donnerstags geht es halt auf dem großen Field weiter.
wer da ist, ne, wird wahrscheinlich jede Menge Spaß haben. Und ich laufe da auch ein bisschen was mit der Cam rum, beziehungsweise mache da Videos. Wer mit da irgendwie auf ein Video will, kann mich ja mal anschreiben. Vielleicht kann man sich auch verabreden, wer da seine Meinung sagen will. Ich laufe da rum und es wird auf jeden Fall der Event des Jahres für mich, wie jedes Jahr. Ja, und jetzt mache ich auch mal wieder Werbung für das Medieval Charity zu Mengede, das vom 15. bis zum 17.09. in Dortmund Mengede im Volksgarten stattfindet. Das werde ich auch gleich natürlich hier unten nochmal verlinken. Das ist wie gesagt für einen guten Zweck. Tagestickets sind 6 Euro, kann man sich durchaus mal leisten für einen guten Zweck. Unter anderem spielen Bands da wie Corvus Corax, Harpie, Heimaterde, Sonar Teutonicus, Talentfrei und was nicht alles. Ist halt Mittelalter, ist für 6 Euro pro Tag ein super Preis. Sonntags ist for free, wer noch, welche Bands noch da sind, werden da wahrscheinlich auch noch ein bisschen spielen. Fahrt hin, es lohnt sich. Ich bin da, lauf da mit der Kamera rum, werde da ein bisschen drüber berichten. Ich glaube, es wird für mich das schönste Mittelalter-Festival, auf dem ich bis jetzt war, weil es halt wirklich für einen guten Zweck ist. Das ist für mich wichtig, weil soziale Aspekte versuche ich immer sehr nach vorne zu bringen. Ehrenamt auch in Deutschland sehr unterbesetzt, sage ich mal. Viel mehr Leute sollten Ehrenamt machen, irgendwas für einen guten Zweck. Ich selbst bin ehrenamtlich tätig in vielen Bereichen. Solltet ihr auch mal sein, wenn ihr die Zeit habt natürlich. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Bereiche. Ansonsten, ich werde es euch auch nochmal hier unten verlinken, das Festival. Und freue mich, wenn ich euch da sehe. Kommen wir zum Ende hin zu einem etwas traurigeren Thema. Ich wollte da eigentlich nicht drüber berichten, aber aufgrund einiger anderer Sachen, die ich jetzt so gelesen habe oder gehört habe, will ich drüber berichten. Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park, hat sich umgebracht. Es ist schlimm, dass sowas passiert oder dass sowas passieren muss, aber es gibt halt die ein oder anderen Aussagen darüber haben mich gestört. Weil manche sagen, ja gut, soll er machen, wenn er will. Die anderen sagen, oh, feige, oder hätte sich Hilfe holen sollen. Die anderen sagen, oh, die Familie, was soll das? Dann sagen da wieder welche, ne, hätte man sehen müssen. Ich find's schlimm, dass man so über ein Leben redet, oder so über einen Menschen redet, der für sich Probleme hatte. Ich persönlich will meine Meinung dazu gar nicht äußern, deswegen, zumindest zu dem Thema, dass er sich umgebracht hat. Ich will eher meine Meinung darüber äußern, wie Leute damit umgehen. Weil im Nachhinein zu spekulieren, das bringt nichts. Also Spekulationen über einen Menschen, der sich umgebracht hat, ist, aus welchen Gründen er es auch immer getan hat. Manche sagen, ja, weil er nur noch Kritik eingeheimst bekommen hat, weil die Musik schlecht geworden ist. Oder manche sagen, ja, weil er da und da Probleme hat oder da und da Probleme. Oder weil sich jetzt, weil irgendwas passiert ist. Es ist egal, warum es passiert ist. Er hat es gemacht. Das ist traurig. Für ihn ist es vielleicht das Beste. Man weiß es nicht. Kommt vielleicht noch irgendwas raus, was er wirklich selber gesagt hat. Ich wünsche nur den Angehörigen alles Gute in der schweren Zeit. Und Leute, denkt mal ein bisschen drüber nach. Macht mal die Augen auf. Nicht alle Menschen, die grinsend durch die Welt laufen, denen geht es auch gut. Vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen helfen. Vielleicht mal Augen aufmachen oder Augen zumachen. Nee, Augen zumachen, nicht Augen aufmachen und helfen. Leute mal in den Arm nehmen und einfach mal reden. Dann, das hilft. Ich habe nämlich auch letztes Jahr einen Bekannten verloren. Ich habe es erst relativ spät mitbekommen. Ich wusste es gar nicht zuerst, weil er sich wirklich von vielen Menschen abgekapselt hat. Es hätte ein Zeichen sein können. Ich habe das auch nicht mitbekommen, aber es haben auch viele Leute mitbekommen, die wesentlich näher an ihm dran waren. Macht die Augen auf, helft, redet, versucht den Leuten einfach nur, vielleicht mit einem netten Wort mal zu sagen, dass ihr die Leute mögt. Das kann helfen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt aber auch da oder da mal reinklicken, mich da abonnieren. Und ansonsten würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.